Hast du dich nicht gegen die Affen verteidigt? Hast du dich nicht gegen die Affen verteidigt? Doch, Colonel. Ich habe mir die Kappe mit dem vorschriftsmäßigen Kleber auf den Kopf geklebt, Colonel. Schlimm war nur, dass die Affen ihre Zigarrenkiste nicht hatten, Colonel. Ich beschlagnahme den Kleber, den du benutzt hast, um dir die Kappe an den Kopf zu kleben. Das ist der vorgeschriebene Überlebenskleber, Colonel. Überlebenskleber? Hier, Colonel, Sir. Die Marke kenne ich gar nicht. Uhu! Auch wenn da Guhu steht oder so. Aber cool, cool. Jetzt haben wir Kleber. Was machen wir mit dem Zeug, was wir haben? Laut O'Connor ist das der vorgeschriebene Überlebenskleber. Guhu. Oh Mann, ey. Können wir irgendwie... Warte mal. Eine Machete? Können wir uns das alles sie anschauen? Sie ist riesig. Ja, sieht aber nicht so aus. Ich hätte jetzt nicht gesagt, dass sie so wahnsinnig groß ist. Die scheint ja uralt zu sein. Warum hat er so ein uraltes Ding? Aus irgendeinem Grund, den nur ein Militär verstehen kann, hatte er das scharfe Teil in der Unterhose versteckt. Das ist doch ein bisschen gefährlich, oder nicht? Ich habe noch nie mit so einer geschossen und ich hoffe es auch nie zu tun. Sie ist klein und steckt im rechten Stiefel, wo sie mit einem Gummiband befestigt ist. Ey, wie viel Geschütz hat der Typ mitgeschleppt? Ich darf nicht zulassen, dass es in die falschen Hände gerät. Hm. Und der Kleber? Können wir den mit irgendwas benutzen? Das Ding ist nicht kaputt. Das Ding ist nicht kaputt. Das Ding ist nicht kaputt. Das Ding ist nicht kaputt? Warum sollte ich das Ding kleben? Weiß ich ja nicht. Warum sollte ich das Ding... Warum? Okay, wird geklebt mit dem... Das ist nicht, das ist nicht mein Stil. Nein. 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 Das ist nicht mein Stil. Nein. Nein. Das ist nicht mein... Okay. Der Tag ist noch nicht gekommen, an dem Brian Basco einen Schuss abfeuert. Okay. Der Tag ist... Nein. Will er nicht? Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, mit den Waffen hier zu experimentieren, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe mir die Sachen aber alle angeschaut, ne? Also da ist jetzt auch nichts Besonderes. Ja, was haben wir denn hier im Humvee? Hinten auf der Ladefläche stehen Kisten. Oh, danke für den Tipp. Wo sind die Kisten da? Die ist voller Kokosnüsse. In Ordnung. Ich liebe Kokosnüsse. Koko. Was für Kokosnüsse wachsen hier nur? Die sind ja fast doppelt so groß wie die in New York. Alles Natur. Können wir die eigentlich aufmachen? Wir haben genug Möglichkeiten, oder? Also ich denke mal am besten Messer. In Ordnung, aber ich nehme das andere Messer. Sicher ist sicher. Da ich schon dabei war, habe ich die Milch getrunken und auch das Fleisch gegessen. Das war ausgesprochen lecker. Okay. Joa, was machen wir mit einer übergroßen Kokosnuss? Ich spalte die Kokosnuss, dann klebe ich sie wieder zu. Ah, was vielleicht müssen wir da was reinmachen. Ein tolles Stimmt. Versteck, aber so kann es Stimmt, keiner und sehen. Und jetzt einfach kleben, oder nicht? Mit Kleber? Ja, so wird es viel schwieriger, das Trantonit darin zu Richtig. Entdecken. Aber ich muss mir trotzdem etwas einfallen lassen, damit die Militärs es nicht finden, wenn sie Kortzmeier festnehmen. Könnte man vielleicht... die Kokosnuss einfach wieder zurückwerfen? Dahin? Warte mal. Ich glaube nicht, dass das der richtige Ort ist. Auch wenn ich mir Mühe gebe, würden sie das Trantonit sofort finden. Wo könnten wir das verstecken? Es macht ja keinen Sinn, hier irgendwo... Ich weiß es nicht. Oder können wir das... Was soll ich denn dem ihm geben? Das ist ja auch Blödsinn. Oder... Der ist ein bisschen wie Forrest Gump, nur nicht so schlau. Oder wir, genau, was Forrest Gump betrifft, wir würden ihm die Kokosnuss in die Hand drücken und sagen, lauf, O'Connor, lauf. Gute Idee. Was jetzt? Dein Ernst? Soldat? Colonel, jawohl, Colonel, nee. Sir. Ich werde dir eine Kokosnuss geben. Ich weiß, dass du viele hast. Ich glaub's nicht. Aber diese ist etwas Besonderes. Beißt die? Nein, aber sie müssen sie verstecken. Wie ein Zäpfchen, Sir. Nein, das ist nicht wirklich nötig. Steck sie hin, wo du willst. Aber versteck sie. Niemand soll wissen, dass du sie hast. Ich werde sie mit meinem Leben verteidigen. Diese Kokosnuss ist wertvoller als mein Kopf, Colonel, Sir. In Ordnung. Du wirst sie nur dem geben, der die folgende Parole nennt. Wir alle kennen die Wahrheit. Das Leben besteht darin, zu wählen, wie wir sie verzerren. Wir alle kennen die Wahrheit. Das Leben besteht darin, zu wählen, wie wir sie verzerren. Colonel, Sir. Ich hoffe, ich kann mir das merken. Gelernt, Sir.
Ich muss mir das bestimmt merken. Perfekt. Wenn das alles vorbei ist, können Gina oder ich ihm die Parole nennen und so das Trantonit zurückbekommen. Unser Held, der Connor. Oh, ich kann nicht mehr. Oh, der ist so toll. Okay, haben wir hier sonst irgendwas Interessantes? Das habe ich gemacht. Warte mal, was war denn hier noch? Die Kisten? Was ist das? Gibt es da mehrere Kisten? Betrachte Kiste. Hä? Hier Kiste? Da Kiste? Zwei Kisten? Und Connor. Ist ja komisch. O'Connor ist so scharfsinnig, dass er sich gar nicht wundert, dass der Colonel, der ihm befohlen hat, die Zigarrenkiste zu besorgen, sie nicht mal in sein Zelt bringen lässt. Tja, aber das ist das Gute an unserem O'Connor. Ja, ich weiß nicht, mehr gibt's hier auch nicht, ne? Nee, ich hab das schon gesagt, ich weiß, wir können nur zurück ins Zelt. Ich hab mir ja auch hier, glaube ich, auch noch nicht... Doch, ich hab mir alles angeschaut, mehr gab's hier doch gar nicht, oder nicht? Hier ist nichts mehr. Nö. Hä? Was macht man dann hier? Wieder raus? Ach, hier geht's noch weiter. Die berühmten Tiki-Ruinen, eine der größten Touristenattraktionen der Insel. Neulich habe ich erfahren, dass die Trantorianer sie erbaut haben. Mhm. Ist der Eingang zur Ruine dort? Geh mal hier rüber ein bisschen weiter. Noch weiter. Genau, weiter. Willst du nicht weiter? Das Militär scheint jetzt die Kontrolle über sie zu haben. Ach so, ich komme da gar nicht mehr weiter. Das ist natürlich nicht so toll. Geht's hier noch weiter? Hier hin? Noch weiter? Noch weiter? Nein, geht nicht. Weiter hier hin? Hinters Zelt irgendwie? Och man, Leute, helft mir doch hier irgendwie. Können wir hier noch was machen? Warte mal. Ich könnte weit wegfahren, das Trantonit verstecken und dann wiederkommen. Aber ich traue mich nicht, mich so weit von meinem richtigen Körper zu entfernen. Nimm noch eine Kokosnuss. Oh, nimm eine Zigarre. Ich rauche nicht, aber ich nehme mal eine mit. Wozu könnten wir die denn gebrauchen? 1982. Die ist ja älter als ich. Ich weiß, dass es komisch klingt, wenn man mich so sieht. Aber erinnern wir uns, dass ich ein gut aussehender Junge mit blauen Augen bin. Oh Mann, ey. Jetzt haben wir noch eine Zigarre. Lieber nicht. Lieber nicht. Nein. 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 Das ist nicht... Lieber okay. nicht. Okay, keine Ahnung, was wir damit machen sollen. Aber wir haben hier eigentlich nicht viele Möglichkeiten, ne? Und hier gab es jetzt auch nichts. Ah, oh. Perspektivenwechsel. Telefon. Es könnte kleiner sein, oder? Mal sehen. Was wünschen Sie, mein Körner? Punkt 1. Niemand schläft hier, solange ich unterwegs bin. Punkt 2. Mit wem rede ich? Ah, gut, gut. Mit wem möchten Sie verbunden werden, mein Colonel? Können uns mit Chapman verbinden? Weißes Haus? Du weißt nicht, wo ich meine illegalen Aktivitäten archiviert habe? Ich frag mal. Du weißt nicht, wo ich meine illegalen Aktivitäten archiviert habe, oder? Nein, ich weiß nicht, wovon du redest, Papa, mein Colonel. Okay. Verbinde mich mit Lieutenant Colonel Chapman. Oh, so viele Möglichkeiten. Was würden Sie tun, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ich mein Land verraten habe? Verlassen Sie Ihren Posten nicht? Frischen Sie meine Erinnerung auf? Was tun wir auf dieser Insel? Ich wollte nur sicher gehen, dass Sie auch auf Ihrem Posten, dass Sie sich auf Ihrem Posten befinden. Was würden Sie tun, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ich mein Land verraten habe? Meine Meinung hat sich nicht geändert. Ich sehe mich gezwungen, Sie zu verhaften. Verlassen Sie Ihren Posten nicht. Ich will, dass Sie in der nächsten Stunde jederzeit erreichbar sind. Das werde ich, Colonel.
Ich wollte nur sicher gehen, dass sie sich auf ihrem Posten befinden. Okay. Der gehört wahrscheinlich Kotzmeier. Können wir da was machen? Gute Idee. Vielleicht kann ich in einem Ordner irgendwelche Beweise für Kotzmeiers illegale Aktivitäten finden und so zu seiner Festnahme beitragen. Okay. Nichts. Entweder bin ich ein Dummkopf und kann nichts finden, oder Kotzmeier war sehr klug und hat die Dokumente, die ihn überführen könnten, irgendwo anders versteckt. Wo könnte er das denn versteckt haben? Wir haben hier Sachen. Laptop, das Ding. Man kann hier auch nirgendwo reinschauen, ne? Und wir konnten, draußen gab es jetzt auch nichts Besonderes. Hat er vielleicht irgendwo was eingerollt oder so? Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee wäre. Nein. Wir haben uns die auch noch nicht richtig angeschaut, oder? Laut O'Connor gehört sie einem alten Deutschen, der sich im Urwald verlaufen hatte. Wollte gerade sagen, Otto. Oder soll ich nicht so viel vermuten? Okay, wir haben Kleber. Das haben wir ja eigentlich schon benutzt. Dann die ganze Waffenpalette. Können wir vielleicht den Laptop irgendwie auseinanderbauen? Ich frage für einen Freund. Vielleicht ist da ja was versteckt. Ich bin doch kein Technikfeind. Ach, komm. Lieber nicht. Wir testen es einfach, einfach so. Ist doch egal. Lieber nicht. Ich bin doch kein Technikfeind. Ich bin doch kein Technikfeind, sagt er. Ich bin doch kein Technikfeind. Das ist nicht mein Ziel. Ach komm, aber vielleicht ist ja irgendwie, müssen wir da... Das halte ich für... Oh nee, es sieht schlecht aus. Ich merk's schon. Scheint keine gute Idee zu sein. Aber mir fällt einfach nichts weiter ein, wenn wir hier nichts benutzen können. Ich bin doch... Was machen wir denn? Das ist nicht mein Stil. Und mit Kleber glaube ich jetzt auch nicht, dass man da was machen kann. Ja gut, das ist das Einzige, was ich nicht ausgetestet habe. Machen wir lieber. Ich habe keine Zeit für Witzchen. Nein. Auch nicht. Was könnte man machen? Mir fällt einfach nichts ein. Gehen wir noch mal raus. Gucken wir da. Mit den Leuten kann man... Also ich meine... Kotzmeier hatte ja jetzt mit Gina nichts zu tun. Brian nicht. Vielleicht hat Tarantula irgendwo irgendwas. Ich will ja nichts, ne? Also... Ihr guckt jetzt nicht zu. Ich bin kein Mörder. Kotzmeier schon, aber ich nicht. Du musst sie ja nicht umbringen, aber vielleicht hat sie in ihren Taschen irgendwas drin oder unter ihrem schicken roten Anzug. Ich möchte sie nicht umbringen. Es reicht mir völlig, wenn man sie festnimmt. Ja, ich bin ja auch deiner Meinung, aber vielleicht können wir irgendwie hier aus ihren Schuhen irgendwas rausholen oder so. Ich möchte sie nicht. Er sieht das immer so an, als ob ich sie umbringen will. Ich will sie nicht umbringen. Ich will sie nur durchsuchen. Ich möchte sie nicht. Ich will sie nur durchsuchen. Bleib gechillt, Brian. Wir durchsuchen nur. Ich möchte sie nicht. Ach, Junge. Oder sollen wir ihr den Mund zukleben? Ich habe keine Zeit Ach, komm, für Witzchen. Das ist ja wirklich lustig. Eine Zigarre. Nein. Ich glaube nicht, dass das nötig ist. Das ist nicht mein Stil. Also können wir in die Kapsel auch was reinlegen? Eine Granate. Ich bestehe ja gar nicht darauf, aber das könnte eine gute Art sein, jeden Beweis des Besuches der Trantorianer zu vernichten. Siehst du? Pass auf. Ich öffne die Kapsel, ziehe den Auslöser der Granate, stecke sie hinein, dann schließe ich die Kapsel, werfe sie in den See und... Klavum. Ja. Wenn man mich nicht sieht, ist es gut. Wenn man mich sieht, was soll's? Ich glaube, ich habe hier das Sagen, oder? Dann mal los. Er macht's echt? Herrschaften, wir müssen sehr vorsichtig sein, wenn wir mit Granaten umgehen. Niemals. Nie. Auf keinen Fall. Ziehen wir den Sicherungsstift vorzeigen. Eine USB-Granate? Was fällt denen noch alles ein? Joysticks mit Selbstzünder? Puh. Nicht dein Ernst. Ja, ich weiß natürlich, wohin wir mit einem USB-Stick müssen. Ey, auf die Idee muss man erstmal kommen, du. Das ändert die Sache doch, oder? Mal sehen. Vielleicht habe ich ja Glück und finde darauf etwas Interessantes.
Und jetzt bin ich richtig gespannt, was er da gefunden hat. Ach komm, verratet uns das doch. Macht es nicht so spannend. Ach. Bingo. Die USB-Granate enthält Informationen über Colonel Kotzmeyers diverse betrügerische Aktivitäten. Das Geld, das er aus den verschiedenen Budgets abgezweigt hat. Das Anheuern von Tarantula. Da ist genug Material vorhanden, dass er gleich ein paar Mal lebenslänglich bekommt. Sehr schön. Dann können wir doch jetzt Chapman anrufen, oder nicht? Verbinde mich mit Lieutenant Colonel Chapman. Aber wie ist Kotzmeyer gestorben? Lieutenant Colonel Chapman, kommen Sie sofort in mein Zelt. Ich befehle Ihnen, mich und meine Komplizin Tarantula sofort festzunehmen. Unter Anschuldigung der Veruntreuung und des Amtsmissbrauchs. Jetzt weiß ich, wie er gestorben ist. Die entsprechenden Dokumente befinden... Oh nein. Ganz ruhig, Zinnsoldat. Oh. Hä? Oh nein. Also hat 7 Gründe als er abgeschossen und deswegen wurde er verdächtig. Oh nein, aber er hat im Grunde ja sich dann selbst erschossen und... Hä? Leb wohl, Zinnsoldat. Oh nein. Und dann muss er das gesehen haben und gedacht, hä, wie habe ich mich selbst erschossen? Nachdem ich Brian Baskus verdrehte, verschüttete Erinnerungen gehört habe, lauten meine Schlussfolgerungen über die Ereignisse auf Mala. Die Armee war dort, um eine wissenschaftliche Expedition zu unterstützen. Man ging dem Sturz eines Meteoriten in den See auf der Insel Mala nach. Mithilfe der Söldnerin, die Basco Tarantula nennt, wollte Colonel Kotzmeyer den Kern des Meteoriten rauben, also das Trantonit, noch bevor die Wissenschaftler eintrafen. Als Brian Basco dort erschien und nach Gina fragte, die aus dem Flugzeug in den See gestürzt war, wimmelte er ihn ohne Erklärung ab. Als Basco die erhoffte Hilfe nicht bekam, stahl er einen Taucheranzug, eine Militäruniform, wie er sagt, und rettete Gina, die bewusstlos in einem Unterwassertunnel lag, den die Schildkröten benutzten und bevölkerten. Dies wären die Trantorianer und ihr Raumschiff. Er war erschöpft und fror, was seine paranoiden Vorstellungen über Alaska entstehen ließ. Er schaffte es bis an die Oberfläche und wurde von den Soldaten an Land gebracht. Also er schmiedet sich das Ganze jetzt ein bisschen zurecht, ne? Während sie im Zelt warteten, kam Kotzmeyer, um sich zu vergewissern, dass Basco nichts über seine Pläne wusste. Das war der Moment, in dem Tarantula beschloss, den Colonel zu verraten, um ihm den begehrten Meteoriten zu stehlen. Sie drückte Basco eine Pistole in die Hand. Er hatte keine Kraft, um sich dagegen zu wehren. Sie drückte ab, während Basco die Pistole in der Hand hielt und ermordete Kotzmeyer. Der Schock hat Bascos Erinnerungen beschädigt. Stattdessen ist Tarantula geflohen. Oh nein. Chapman, der Basco festnahm, ging Monate später selbst. Ich weiß nicht, wie sie sich daran erinnert. Oh nein. Brian Baskus wird wieder die Sonne lachen. Kein Wunder, dass sie so bösartig war. Richterin, lass mich die Situation erklären. Du wirst einen Bericht schreiben, in dem du Brian Baskus Schuld feststellst. Dabei wirst du dich auf Dr. Bennetts Beweise stützen. Die Beweise existieren nicht. Sie existieren. Die Aufnahmen der Therapiesitzungen. Chapmans Mail. Beide beweisen seine Unschuld. Wer kann das wissen? Am selben Abend wird eine verzweifelte Gina Timmons die Haustür aufbrechen und alles vernichten. Diesen Bericht kriegen Sie nie. Nicht mal, wenn Sie mir mit dem Tod drohen. Du bist bereits tot. Nach Vernichtung der Beweise wird Gina 5-mal aus kurzer Distanz auf dich schießen. Dann wird sie sich die Pistole in den Mund stecken und... Mörderin, du hast an alles gedacht. Nicht an alles. Mein Dilemma, Richterin, lautet, soll ich 2 Särge bestellen? Oder besser 3? Wow. Schreiben. Oh, jetzt sind wir hier wieder, Gina. Ah.
Oh, das ist echt, hey, so krass, wie sich hier ständig alles überschlägt. Ach, als ich vor Jahren beim Tanzen hinfiel und mir den Daumen auskugelte, hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich eines Tages dafür dankbar sein würde. Sonst hätte ich immer noch diese Handschellen um. Und was die Fähigkeit angeht, Handschellen mit Krawattennadeln zu öffnen. Was soll ich sagen? Wir haben alle eine Vergangenheit. Reden wir lieber über die Gegenwart. Ich kann nicht fliehen. Dann wären Gabo und die Richterin Tarantula völlig ausgeliefert. Das Einzige, was ich tun kann, ist Hilfe holen. Aber wie stelle ich das an? Und vor allem, wen soll ich holen? Gute Frage. Wow, also es geht hier echt zügig voran. Also ich bin so gespannt. Also es hat sich ja wenigstens so einiges geklärt, ne? Also dass sie jetzt die Krankenschwester tatsächlich Tarantula war. Ich meine, sie war ja echt fies, aber ich habe nicht gedacht, dass es tatsächlich Tarantula ist. Aber es ergibt so viel Sinn, ne? Also, ja. Also, ich bin die ganze Zeit geflasht. Also, richtig cool. Ja, aber wir werden dann in der nächsten Episode hier das Ganze erkunden und schauen, wie wir hier rauskommen und alle retten. Aber es ist mega spannend. Mir gefällt es total. Ich hoffe, euch auch. Und ja, dann würde ich wie immer sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.